Hier spricht nochmal der liebe, gute Ustra und es geht weiter mit Starbound und den Abenteuer von Mr. Fluffy Fly. Und dieser weiß nämlich jetzt, wie man Öl herkriegt. Und wir waren auf der richtigen Spur, ich bin aber nur zu blöd. Wer hätte das gedacht? Mindestens ich habe das gedacht. Und die Lösung liegt auf der Hand. Wir müssen uns einmal hier unseren Heimatplaneten bookmarken. Add to bookmark. Das ist Heimat. Und wir müssen auf den Planeten, ich weiß nicht mehr, welcher das war. War das sogar der? Es könnte sogar sein, dass es der Planet ist in unserem System. Also der Nachbarplanet. Der Nachbarmond oder was auch immer das sein soll. Denn mit unserem Meta-Manipulator könnten wir schon Flüssigkeiten aufsaugen. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber man könnte. Man könnte es zumindest versuchen. Quick Select mit R-Key. Tick, tack, tack, tick, tack, 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 tack. Was wollen Sie? Hände hoch! Ich werde sie manipulieren. Naja, egal. So muss ich halt meine Zeit vertreiben. Normalerweise können wir einfach dieses Öl aufsaugen mit unserem Meta-Manipulator. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ist es der richtige... Aber... Ist es der richtige Planet? Das ist vorweg. Achso, ich kann ja doppeljumpen. Zick, zuck. Nein, ist nicht der richtige Planet. Oder? Ne, das war der mit den schießenden Augen. Typen. Schießende Augentypen, falscher Planet. Wir suchen einen anderen. Mit, Wüste. Einen anderen Wüstenplaneten. Könnte auch der gewesen sein. Ich bin mir da nicht sicher. Ich hoffe, dass der Meta-Manipulator schon genau das macht, was er soll, weil sonst haben wir... Ne? Sonst wird es leicht schwierig. Oder man kann raffinierte Kupferbarren nehmen, aber ich glaube, die haben wir gar auch nicht. Refined Chopper Bar. Wir haben nämlich nur diese normalen Choppers. Und dann könnten wir den nochmal... Liquid Collection, ja. Refined Silver. Silberbarren. Ach so, echt? Aber sind hier keine Refined Silver Bars, oder? Ich guck mal hier drin. Also sind es mit Silber, kann man das machen. So, damit kann man dann nämlich auch Flüssigkeiten aufsaugen. Das habe ich nämlich gesucht. Wie kommen wir denn jetzt da dran? Wo habe ich denn Silber? Das ist einfach nur Silberbarren. Eventuell müssen wir nochmal unter Tage, um uns mehr Silber anzueignen. Dafür baue ich mir doch nochmal eben eine Spitzhacke. Vielleicht nicht aus Silber, sondern aus Gold. Und dann sollten wir relativ fix... am besten nehme ich noch 2, 3 Spitzhacken mehr mit. Ich nehme nochmal eine aus Gold mit und nochmal eine aus Kupfer. Und dann sollten wir in der Lage sein, das schnellstmöglich zu besorgen. Niemand weiß es. Wir versuchen es trotzdem. Denn Öl ist wohl das Wichtigste, was wir... Natürlich ist es dunkel. Öl ist das Wichtigste, was wir finden können. Zumindest at the moment. Oh, guck mal, Kiste. Clever. Noch mehr Kiste. Läuft bei uns. Hat der mich verprügelt in einem Schlag?
Das gibt's doch nicht. Ja, da würde ich mich auch beschweren. Mit leisen Quieken. Oh, oh! Ich komme an meine Waffe nicht ran, ich bin zu zimper... Oh. Ich war jetzt zu aufgeregt und kam nicht an die Waffe dran, weil ich dämlich bin. Wie die Nacht. Oh Gott. Oh Gott. Mr. Fluffyfly, bitte. Bitte verzeih mir. Autsch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich sehe nichts. Oh! Ich habe ihn erledigt. Jawohl. Wo sind meine Fackeln? Ich wollte erst ganz cool ohne Fackeln nach unten. Wird nichts. Ich bin froh, dass ich hab Fackeln. Ich bin froh, dass ich hab. Ah, wir müssen noch weiter runter. Ich denke, Silber gibt's weiter unten. Da kommen wir her. Jetzt setzen wir hier nochmal eine Fackel. Und gehen direkt weiter runter. Ich hoffe, so ein Wüstenplanet. Puh, was war das denn? Leichtes Metall? Ach, guck dir das an! Ein Alarm. Ein fucking Labor! Yay! Ich baue es ab, ich baue es ab. Eine Flashlight habe ich gekriegt. Medical Sign, yay. Gib mir alles, was ich brauche. Wie kommt das denn hier runter? Vielleicht kann ich hier noch weiter buddeln. Anscheinend nicht. Buddeln ja, aber hier ist nichts mehr Interessantes. Oh! Was? Der hat geschossen? Aus seiner Nase? Entschuldigen Sie, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Nö. Er leuchtet grün und ist unverwundbar. Okay. Ei, der slappt mich ganz schön weg. Dafür, dass er die niedere Spezies ist. Boom. Hast du nämlich davon? Sticky Ribs, geil. Au. Da ist ein kleines Tier. Au. Monster. Und das ist Eisen. Okay. Nehmen wir schon mal mit und gehen weiter runter. Ich weiß, zu weit runter brauche ich die eigentlich nicht, aber... Umso mehr, umso besser. Hm? Irgendwas hat mich doch schon wieder gesehen und gehört. Diese kleinen Viecher also, hm? Ich habe leider nichts. Okay. Jawohl. Hä?
Legt euch nicht mit mir an. Da seid ihr mal auf der falschen Seite. Ich habe aber trotzdem noch kein Silber gefunden. Das war nur so nebenbei. Gesagt. Wir buddeln uns einfach weiter runter. Wird schon. Ist das Silber? Meine letzten Fackel. Jawohl! Ich wusste es. Meine Nase lässt mich nicht im Stich. Gib mir das. Gib mir alles. Gib mir all dein Silber. Guck mal eben hier rein. Erstmal sehe ich nichts. Noch mehr Silber. Irgendwo da. Ich mach das auch im Dunkeln, ist mir völlig egal. Was ich ja wirklich gerne hätte, wäre in irgendeiner Art und Weise eine Helmlampe. Das fände ich schön. Okay, das sind aber erstmal Dinge, die alle da sind. Zack. Ich glaube, wir haben genug, um zumindest wieder Silberbarren zu machen. Ob wir jetzt raffiniertes oder raffinerierte Silber oder wie auch immer die heißen mögen, die besseren Barren. Das Vieh, das zerstört. Hoffe ich doch, dass du stirbst. Doch. Kommst du nicht aus dieser Sitze raus? Moment. Oh! Das hätte fast geklappt. Okay. Zack! Naja, da sind nur noch mehr Monster. Ich lasse mich gleich mal eben erledigen von die von diversen Monstern. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay, dauert ja auch nicht lange. Aber wir haben was, was wir brauchen, und zwar, das ist Eisen. Silber meine ich natürlich. So, ob das jetzt Refined Silver Bars sind, das kann ich natürlich nicht sagen. Success, your Meta Manipulator has been upgraded. Geil, Junge. Endlich können wir auch Flüssigkeiten aufnehmen. Und das hatten wir ja vor. Ich wusste nicht, dass es so easy ist. Und dass die Lösung des Problems. Teer. Hopp, lass mich in Ruhe. Gib mir all dein Öl, gib mir all dein Öl, denn nur das Öl, das finde ich schön. Ich pump euch den Tank leer, denn so fällt es mir nicht schwer, lecker Öl zu holen. Ich pump jetzt alles leer, ist mir völlig egal. Wer weiß, wenn ich nochmal so riesen Mengen an Öl bekomme. Jawohl, die Abenteuer von Mr. Fluffy Fly können endlich weitergehen. Ach, war das jetzt eine mühselige. So. 400 Öl. Und dieses kleine Becken, da machen wir noch fertig hier. Und dann sind wir auch soweit. So, 615 sollte erstmal reichen. Wir sind ja nicht so, ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, das war jetzt aber auch eine Nummer. So, wir brauchen Stahl. Alles am besten. 134. 34 Stahlbarren nehme ich voll gerne. Denn damit kann man sich dann eine Metallwerkstatt bauen. Boom.
und mit dieser Metallwerkstatt. Ich weiß nicht, wo ich die noch hinstellen soll, aber wir werden schon einen geeigneten Platz finden. Hier zum Beispiel, da können wir jetzt nochmal neue Dinge bauen, nämlich zum Beispiel einen Stahllöffel. Und eine Diamantenspitzhacke mit Diamanten, okay. Ich guck mal eben hier. Quality Chest, Quality irgendwas, das ist alles irgendwie... Okay, vielleicht machen wir hier diesen Löffel. Vielleicht bräuchte er diesen Löffel für seinen Quest. Ich bin da jetzt nicht mehr ganz sicher, was er genau brauchte. Aber ein Löffel hört sich nach einer guten Sache an, wenn man Kaffee trinken will. Dann haben wir hier auch wieder einen Quest geschafft. Jawohl. Und jetzt gibt es noch mehr Quests. Das ist schön. Genau das habe ich darauf eigentlich angespielt. Ja, dein Skript. Ich weiß zufälligerweise, wo das liegt, denn das haben wir nämlich schon mal aufgehoben. Ja. Bring me a cake and I will give you a cool sword. Okay. Ich meine, da kann man nichts gegen sagen. Kann ich den Kuchen kaufen direkt? Wäre auch zu schön gewesen. Noch ein Quest. Cool. Hi. If you bring me a cool jacket, I give you something nice. Eine Mütze willst du mir geben. Okay. A tiny diamond inside looks cracked. I should give the Apex Scientist a diamond so she can fix it. Also kann ich all hier auch arbeiten, indem ich da mein Werk bei tue und einen Diamanten mitbringe. Wie ich auch immer an einen Diamanten kommen soll. Erstmal bin ich ja gar nicht so weit. Hopp. Okay, wir sind noch nicht weit genug gekommen und können jetzt aber erstmal zurück nach Hause. Cool. Das ist erstmal alles cool. Und das sind Stahlklamotten, ja. Davon haben wir natürlich nicht genug. Also wir haben jetzt nicht genug Zeug. Wir haben 13 Stück. Das wird 10 kosten. Und das wird selber nochmal 10 kosten. Vielleicht kann ich nochmal Eisen machen. So viel wie geht. 24. Und aus den 24 Eisen kann ich nochmal Stahl machen. Und dann kann ich eventuell mit viel Liebe mir die Stahlrüstung bauen. Und dann hätte ich ja wieder ein Quest fertig. Meiner Meinung nach. So, die Stahlhose. Stahlbrustplatte. Sieht auch cool aus. Stahlhelm. So. Eventuell kann ich jetzt nochmal ein Quest abgeben. Ich bin mir nicht sicher. Falls ja, können wir gleich auch in einer Atmosphäre atmen, die für uns ja schädlich ist. Ah! Und da haben wir es. Mission obtained. Mhm. Und genau hier geht es dann weiter mit dem Questen. Um dann nämlich, ihr habt es gesehen und ihr habt es erraten, diese Kristalle zu bekommen aus der Mine. Und dann können wir auch unseren Faster Than Light, ne, unser FTL-Modul, verbessern und wieder reparieren. Und dann können wir auch zu anderen Sonnensystemen reisen. Wenn ihr mit mir auf diese Reise gehen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder rein und lasst immer fleißig Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.